wir wissen, es sind nur noch 4 Tage bis zur Entscheidung. Und vergessen wir nicht, dass als erster Preis 5000 Pfund zu gewinnen sind. Wir könnten das Gemeinschaftshaus renovieren. Mhm. Vollkommen richtig, Ray. Wir überlassen nichts dem Zufall, Bella. Entschuldige. Danke. Aufstellen der Zelte auf dem Dorfanger am Tag davor. Und das Mittagessen wird um 1 serviert. Und das Essen ist soweit vorbereitet, Mr. DeVere. Wir werden Würstchen servieren, Hähnchenflügel und Pastetchen. Ich werde unserem Dorf Ehre machen. Als Getränk servieren wir dazu etwas von Marke selbstgemachtem Wein. Der Aprikosen-Holunderbeerwein ist in diesem Jahr wirklich tipptopp geworden. Der wird den besten Eindruck machen. Das Unterhaltungsprogramm. Die musikalische Untermalung des Mittagessens, Mary. Da haben wir alles fest im Griff, Marcus. Ich habe mit dem Dorforchester etwas einstudiert und wir sind mit Klauen und Zähnen bei der Sache. Nicht wörtlich, möchte ich hoffen. Ja, die Preisrichter sollen deutlich sehen, dass es immer noch junges Blut in Midsummer Mellow gibt. Hundertprozentig. Wissen wir eigentlich schon, wer diese Preisrichter sein werden? Also, Rosemary Furman, Chefredakteurin von Country Matters, soll dabei sein. Und dann hat Frank Mannion sich noch bereit erklärt, mitzuwirken. Frank Mannion. Der moderiert eine Gartensendung, die im Fernsehen läuft, oder? Entlang des Gartenpfads. Ganz recht. Und soweit ich weiß, soll Annabel Croft auch Preisrichterin sein. Oh. Und die Gewinnerin eines Preisausschreibens. Ach so. Ja, es gab da wohl einen Wettbewerb und jemand, ich muss den Namen irgendwo haben. Jedenfalls, die Gewinnerin wird auch im Preisgericht sitzen. Die bringen wir sicher am leichtesten auf unsere Seite. Wir suchen ihr ein schönes Würstchen aus. Und schon haben wir ihre Stimme im Sack. Du sollst also Preisrichterin werden. Was ist der Hauptgewinn? Das war der Hauptgewinn, Tom. Das bedeutet für mich eine Woche Urlaub, Reisen in Luxuslimousine und als Abschluss ein großes Essen. Du bist eine volle Woche unterwegs? Keine Bange, ich habe mit Kali telefoniert. Sie kommt schon morgen. Sie arbeitet nicht? Oh doch, und wie sie arbeitet. Sie schreibt ein Buch. Mal ganz was Neues. Es hat was mit dem Theater zu tun, aber das erzählt sie dir bestimmt. Der Wettbewerb Das perfekte Dorf. Von den Dörfern in Midsummer wird wohl kaum eins im Finale stehen. Eins ist dabei, doch, Midsummer Mellow. Erzähl bitte nicht, dass du da einen abscheulichen Mord untersuchst. Nein, nein, augenblicklich ist es seltsam ruhig. Abgesehen von einer Sache, wir haben gerade eine Welle von Einbrüchen. 7 Einbrüche in nur 2 Monaten. Das ist eine Epidemie, Troy. Wen hat's getroffen? Der Name ist Edward Allardyce. Er war früher ein Theaterstar. Wohnt hier ganz allein. Ein ziemliches Haus für eine Person. Gestern musste ich nach London fahren. Treffen mit dem Anwalt. Ich war erst um 1 Uhr nachts zurück. Als ob Sie Bescheid gewusst hätten. Hatten Sie jemandem von Ihren Reiseplänen erzählt, Mr. Allardyce? Nein. Ich pflege kaum Beziehungen. Obwohl ich es bei Ray erwähnt haben könnte. Dorset. Der Metzger. Wer dorthin geht, muss sich unterhalten. Und es war niemand zu Hause? Ich habe meine Frau vor ein paar Jahren verloren. Ich lebe allein. Aber ich habe trotzdem etwas für Sie. Sir? Kurz bevor ich zu Hause war, sah ich einen weißen Lieferwagen in der Nähe des Hauses und er fuhr wie ein Irrer. Deshalb fiel er mir auf. Sie haben sich nicht vielleicht... Das Kennzeichen gemerkt? Doch, das meiste weiß ich noch. M293, dann ein F, vielleicht war es ein E... Und irgendwas weh. Er fuhr zu schnell. Das könnte uns sehr helfen, Sir. Wenn ich jemals die Schweine, die das getan haben, in die Finger kriege, lege ich sie um. Weniger, weil sie etwas gestohlen haben. Das sind Vandalen. Das Porträt dort drüben ist von Lucien Blake. Und die kaputte Porzellanschale war ein Geschenk von Olivier. Unersetzbar für mich. Wir tun, was wir können, Sir. Aber woher wissen Sie, Sir, dass es mehrere waren? Sie sagten gerade die Schweine. Plural. Es war vielleicht bloß einer. Ich nahm es an. Einbrecher arbeiten doch nie allein. Sie sind bestimmt von der Polizei und kommen wegen der Einbrüche hier. Ja, Sir. Sie wissen doch gewiss eine Menge über das Dorf, wenn Sie hier arbeiten. Oh, das könnte man schon sagen. War eventuell mal jemand hier, der neu in der Gegend ist und sich besonders dafür interessiert, was andere Leute so treiben? Nein, als letzter bei uns im Dorf angesiedelt hat sich Mr. Allardyce. 5, 6 Jahre ist es hier. Und seit Mr. Allardyce niemand mehr. Ich zeige nicht gern mit dem Finger auf andere Menschen. Am besten unterhalten Sie sich mit Peter Drinkwater. Er ist Mary Drinkwaters Neffe, Großneffe. Er ist irgendwann Anfang des Jahres ins Dorf gekommen, hat eine Zeit lang bei ihr gewohnt. Und seit einer Weile ist er nun in der alten Windy Whistle Farm. Die ist aufgegeben worden. Peter Drinkwater. Ein junger Kerl. Ein bisschen wild, könnte man sagen. Warum hast du das getan? Wieso hast du so schlecht über Peter gesprochen? Ich hätte noch mehr erzählen können. Er ist mein Freund, Dad. Der nur Ärger macht. Und er wird dir nur Ärger machen. Ich wünschte, er wäre nie gekommen.
Gordon kommt gleich wieder. Heute ist doch Sprechstunde, du musst jetzt gehen. In Ordnung. Wenn Gordon herausfinden würde, was wir tun, er würde dich kastrieren, weißt du das? Und das kann er gut. Wieso redest du so viel von Gordon, obwohl du ihn angeblich nicht magst? Gute Frage. Du darfst dich nie ändern. Ich mag dich genau so, wie du bist. Und weißt du, was ich an dir so mag? Was denn? Deine Großzügigkeit. Ich hätte es nicht vergessen. Triffst du dich noch mit diesem Mädchen? Der Kleinen, die wir, Caroline? Was würde die wohl sagen, wenn sie von mir wüsste? Lass den Scheiß, Laura. Hör auf mit dem Mist, verstanden? Wenn du glaubst, du kannst mir drohen, dann such dir deine 50 Pfund nochmal irgendwo anders. Peter. Vielleicht versuchst du es mit Jack. Der täte es für 30. Und hätte vielleicht sogar Spaß daran. Herrgott, du kleiner Dreckskerl. Was gibt's zum Mittagessen? Ich war spazieren, ich bin halb verhungert. Was ist denn? Peter Drinkwater. Ihr trefft euch doch wieder, oder etwa nicht? Nein! Hör auf zu lügen, bitte, Caroline. Das hier sind Briefe aus deinem Zimmer. Mommy! Ekelhaft, widerwärtig, einer wie der andere, entsetzlich, wie kannst du nur? Was stöberst du auch in meinem Zimmer herum? Dieser Bengel ist eine falsche Schlange, er macht nichts als Ärger. Nein. Und du hörst dir an, was ich sage. Nein, das muss ich nicht. Ich bin 20, ich bin volljährig. Ich kann tun, was ich will. Hör zu, wie wäre das? Ich gehe hin und rede mit ihm. Nein, Dad, das wirst du nicht tun. Ich liebe Peter mehr als jeden anderen Menschen auf der Welt. Und wir werden zusammenleben. Und du kannst uns niemals auseinanderbringen. Oh, schönen guten Tag, Caroline. Stimmt irgendwas nicht? Nein. So ein Zufall. Heute Vormittag habe ich noch von dir gesprochen. Es trifft sich gut, dass wir mal reden können. Mrs. Brierly. Ich habe mit Peter Drinkwater gesprochen. Ich weiß, er ist ein Freund von dir, aber vielleicht wäre es gut, etwas mehr über ihn zu wissen. Und das möchte ich dir sagen. Peter Drinkwater. Ein alter Bekannter. Nichts Schwerwiegendes. 2 polizeiliche Verwarnungen. Spritztour in geklautem Wagen. Ladendiebstahl. Und 6 Monate auf Bewährung wegen Körperverletzung. Und Sie denken, er hat sich zum Einbrecher gemausert? Was haben Sie? Das amtliche Kennzeichen des Lieferwagens. Ich musste ein bisschen rumsuchen, aber jetzt habe ich's. M923FB und ein W. Ein weißer Renault Trafic. Zugelassen auf einen Ray Dorset in Midsummer Mallow. Der Metzger. Er hat einen Sohn von 21, Jack Dorset. Den müssten wir eigentlich im Laden gesehen haben. Und in jedem Dorf ist der Laden des Metzgers die Klatschbörse. Man plaudert und erzählt, wann man übers Wochenende wegfährt. Und Jack sagt es seinem Freund Peter. Wen wollen wir uns vornehmen? Oh, Peter, so ein nerviges kleines Ass, der ist zuerst dran. Eine hässliche Art abzutreten. Aber schnell. Die eine von den beiden Zinken hat eine Rippe zertrümmert und ging glatt ins Herz. Sowas erfordert schon ein bisschen Kraft. Also war es ein Mann? Ja, oder eine ziemlich starke Frau. Sie hat ihn aufgespießt wie ein Würstchen am Lagerfeuer. Würde mich nicht wundern, wenn es eine Niere und die Milz auch zerfetzt hätte. Tod mittels Mistforke. Für mich ist es auf jeden Fall der erste. Wann ungefähr ist das passiert? Mal überlegen, wir haben noch keine Leichenstarre, der Körper fühlt sich noch warm an, also eine halbe bis eine Stunde etwa. Zu dumm, dass Sie nicht früher hier waren. Was hatte er verbrochen? Einbrüche. Naja, was man austeilt, muss man einstecken können. Ihm ist es so ergangen, oder? Zumindest seinen Rippen. Moment, warten Sie mal. Was ist das, Troy? Eine Kreditkarte, Sir. Na nun, da sieh eine an. Auf den Namen Gordon Brierly. Denken Sie, dass die etwas mit den Einbrüchen zu tun hat? Kann ich noch nicht sagen. Erst sollten wir mehr über den seligen Peter Drinkwater rausbekommen. Seine Tante wohnt hier im Dorf. Ich schätze genau wie sein Komplize. Wir haben einen Augenzeugen, der den Lieferwagen Ihres Vaters bei wenigstens einem der Häuser gesehen hat, in die eingebrochen wurde. Wir haben außerdem in Windy Whistle Farm Diebesgut gefunden. Und ich muss Sie warnen. Wir werden das auf Fingerabdrücke untersuchen. Sie haben meinen Wagen benutzt? Allerdings. Also gut, ich sag Ihnen, was Sie wissen wollen, aber ich mach das allein. Wenn Sie erlauben, Sir. Jack? Schon in Ordnung, Dad. Wir kennen uns aus der Schule. Pete Drinkwater und ich. Die Einbrüche, die waren seine Idee. Aber Sie haben doch einen guten Arbeitsplatz hier, oder nicht? Wieso haben Sie da mitgemacht? Ich hasse die Arbeit hier. Dieses Buckeln und Schleim an der verfluchten Fleischtheke. Sowas ist doch kein Leben. Ach. Also wie viele waren es? Was? Die Einbrüche, Jack. Zu viele. Das habe ich ihm auch gesagt, aber er wollte nichts hören. Wie, Sie haben gestritten? Nein.
Streiten konnten Sie mit Pete gar nicht. Er hörte doch nicht hin. Würden Sie sagen, er hatte hier Feinde im Dorf? Es wäre leichter zu sagen, wer nicht. Und Sie hatten keine Ahnung, was er trieb? Natürlich nicht. Glauben Sie, ich hätte ihn nicht davon abgebracht? Ich bedauere es, Sir, aber man wird Ihren Sohn im Zusammenhang mit dieser Reihe von Einbrüchen zur Verantwortung ziehen müssen. Es war nicht seine Schuld. Er wusste überhaupt nicht, was er tat. Es war der andere. Peter Drinkwater. Sie glauben, Peter Drinkwater hat Ihren Sohn dazu verführt? Haben Sie ihn deshalb heute Nachmittag aufgesucht? Wir haben Sie kurz vor 15 Uhr gesehen. Wir waren auf dem Weg nach Windy Whistle Farm. Und Sie kamen uns entgegen. Ich war aber nicht bei der Farm. Nein, ich habe meine Lieferungen gemacht. Ich war auf dem Weg nach Corsten. Dann lag die Farm doch zwangsläufig auf Ihrem Weg. Aber da angehalten habe ich nicht. Und Sie haben auch nichts gesehen. Ich habe ein Auto gesehen. Es kam aus dem Hof gefahren. Ein Renault. Feuerrot. Ein neueres Modell. Wissen Sie noch, wie das Kennzeichen war? Nein. Den Fahrer habe ich auch nicht gesehen. Wegen der getönten Fenster. Mr. Devere hat einen Renault. Er ist feuerrot. Er hat getönte Fenster. Habt ihr es gehört? Was denn? Er ist tot! Peter! Im Dorf reden alle darüber. Die Polizei war in der Farm. Er ist erstochen worden. Was? Caroline! Ich dachte, ich würde ihn lieben. Aber so war's nicht. Und nun ist er tot und es ist völlig egal. Hauptsache, ihr habt, was ihr wolltet. Ihr beide. Wir sind übermorgen in einem Ort, der sich Little Corkbridge nennt. Und dann ist Midsummer Mellow am Samstag dran. Midsummer Mellow? Da bin ich selbst heute noch gewesen. Wieder ein Einbruch, wie neulich? Nein, ich denke, wir haben den Einbrecher. Dann habt ihr ihn also festgenommen? Nein. Du hast doch gerade gesagt, dass ihr den Einbrecher hättet. Ja, aber ich befürchte, dass er uns nicht viel zu sagen hatte. Peter Drinkwater, natürlich kannte ich den. Genau wie jeder andere im Dorf, obwohl niemand scharf darauf war. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum Sie mit uns über ihn sprechen wollen, Chief Inspector. Mich würde vor allem eins interessieren. Wann Sie Peter Drinkwater zum letzten Mal gesehen haben, Mrs. Devere? Das weiß ich nicht genau. Vor einer Woche oder so? Ich habe ihn noch vor dem Pub herumlungern sehen. Wann war das? Letzten Donnerstag. Geredet haben wir aber nicht. Und in den letzten 24 Stunden haben Sie ihn nicht gesehen? Nein. Und wie erklären Sie mir dann den Umstand, dass Ihr Auto kurz vor 3 Uhr gestern Nachmittag beim Verlassen von Windy Whistle Farm gesehen worden ist? Genau zu der Zeit, als Drinkwater ermordet wurde. Falls nicht noch jemand Ihren Wagen fährt. Oh, Ihre Tochter? Sie kann nicht Auto fahren. Nun, in dem Fall war es einer von Ihnen. Ich bin es gewesen. Marcus? Von wem bin ich da gesehen worden? Nur aus persönlicher Neugier. Von Ray Dorset, dem Metzger. Er war unterwegs nach Corsten. Na, da hat er mich ja ganz schön reingeritten. Sieht Ray gar nicht ähnlich. Also waren Sie dort, bei Peter Drinkwater? Nein, das war ich nicht. Das heißt, ich wollte zu ihm. Aber er war nicht da. Ich stand da und hab auf die Hupe gedrückt, aber es kam keiner und ich bin wieder gefahren. Darf ich fragen, wieso Sie hingefahren sind? Es war so, dass Peter Drinkwater etwas mit Caroline hatte. Unsere Tochter. Ich wollte ihn nach seinen Absichten fragen. Mit ihm mal vernünftig reden. Mano a mano. Wissen Sie, wann Sie das Haus verlassen haben? Das wird so um 2:30 gewesen sein. Du wolltest gerade dein Schläfchen machen. Nachmittags legt sie sich immer ein Weilchen hin und da bin ich gefahren. Es war 14.30 Uhr, ja. Aber Sie haben auf der Farm niemanden gesehen? Ray natürlich, als er vorbeigefahren ist. Sind Sie sicher, dass es Ray war, der den Wagen fuhr? Ja, er hatte das Fenster runtergekurbelt und rauchte eine. Ray raucht wie ein Schlot. Sie werden doch nicht glauben, dass mein Mann irgendetwas damit zu tun gehabt hat, Mr. Barnaby. Er war über 37 Jahre lang bei der National Westminster. Ja, ich war früher in London. Ist das Ihre Tochter Caroline? Ja, das Bild ist von ihrem 18. Geburtstag. Ja, sehr schön. Ich überlege, ob es wohl möglich wäre, ein Wort mit ihr zu wechseln. Wissen Sie, wo sie gerade ist? Oh, sie hat hier einen Ferienjob in der Coaster Nursery. Kinder? Pflanzen. Stimmt, wir hatten sowas Ähnliches wie eine Beziehung, aber es war zu Ende. Ich hatte genug. Wieso hatten Sie genug davon? Wegen Laura Brierly. Laura hat mir lauter so Sachen über Peter erzählt. Ziemlich private Sachen. Aber ich wusste, dass sie die Wahrheit sagt und da wollte ich Peter nicht wiedersehen. Waren Sie wütend auf Peter? Ich hätte ihn echt gerne ermordet. Aber das war nicht mehr nötig, weil jemand anderer es ja schon gemacht hatte. Ich würde sagen, wir sollten einfach darüber abstimmen. Die Preisrichter kommen übermorgen bei uns im Dorf an. Die Frage ist,
blasen wir jetzt alles ab. Nein, Absagen ist ausgeschlossen. Es sind ja nicht nur wir, das ganze Dorf hängt daran. Und die Tatsache, dass wir gerade einen grausamen Mord hier bei uns hatten, denkt ihr, das schmälert unsere Chancen zu gewinnen nicht doch ein bisschen? Das muss doch keiner erfahren. Die Richter, das muss ihnen doch keiner sagen. Das ist richtig. Obwohl ich natürlich weiß, dass Peter das Mordopfer ist. Mein eigen Fleisch und Blut. Peter hat doch niemals irgendetwas für unser Dorf getan. Wenn wir zulassen, dass sein Tod den Samstag ruiniert, dann hört er nicht auf, auch wenn er tot ist, uns weiter Dinge zu verderben. Ich sage, unser Dorf ist ein perfektes Dorf. Wir müssen uns für überhaupt nichts schämen. Sehe ich ebenso. Ebenfalls. Ja, ich sage, machen wir weiter. Und ich sage, ihr seid alle verrückt. Ihr könnt doch nicht Musik machen und Hähnchenflügel servieren? 3 Tage nach einem Mord, oder? Ich werte das als nein. Das spielt aber keine Rolle. Ray, Bella, Mary und ich, das ist schon die Mehrheit. Und ich werde mich der Mehrheit anschließen. Also, der Fall liegt damit klar. Wir arbeiten weiter auf den großen Tag hin. Ich bin Ihnen sehr verbunden, Mr. Barnaby. Sehen Sie es einfach als mir zum Service gehörig an. Was ist mit den restlichen Sachen? Die sind alle noch auf dem Revier, Sie müssen dafür quittieren. Dann hat der Fall ja ein zufriedenstellendes Ende gefunden. Ja, nur nicht für Peter Drinkwater, oder was sagen Sie? Der Mann, der eingebrochen hat, der tut mir leid, ja. Und das, nachdem Sie ihn umbringen wollten? Ach, das waren nur Worte. Naja, und außerdem wusste ich ja nicht, wer er war. Sie sagen, Sie haben den Lieferwagen gesehen, inklusive der Autonummer, aber Sie haben den Wagen selbst gar nicht erkannt. Sie müssen ihn doch oft genug beim Laden gesehen haben. Waren Sie ganz sicher an diesem Abend nicht zu Hause? Oder waren Sie im Haus? Sie könnten ihn gesehen haben. Ich sage Ihnen doch, ich war in London. Und es war niemand sonst hier. Ich lebe allein. Meine Frau Jane hatte einen tödlichen Autounfall. Ich wäre fast auch dabei gestorben. Und Ihre Andeutungen sind unerhört. Ich hielte es für das Beste, wenn Sie sich jetzt verabschiedeten. Sofort! Das englische Landhotel. Tee, der im Schlafzimmer aufgebrüht wird und am Empfang verpickelte Kellner im Teenageralter. Ich bin ja so froh, dass Sie einspringen konnten, Samantha. Ich dachte, Sie wären vielleicht wieder in diesem psychiatrischen Dingsbums, wo Sie manchmal hingehen, der Hort. Nein. Depressionen sind eine furchtbare Sache. Haben Sie schon mal an Prozac gedacht? Hallo, Rosemary. Samantha, Liebste, wie geht es Ihnen? Reizend, dass Sie im letzten Moment eingesprungen sind. Das neue Buch ist übrigens wunderbar. Ich bin ein begeisterter Fan. Dankeschön. Hallo, Frank. Wir haben uns nicht gesehen seitdem... Nicht seitdem du mich rausgeworfen hast, Rosemary. Ah ja. Wie ich höre, hast du es ja am Fernsehen zu was gebracht. Mhm. Und verdiene dabei sehr ordentlich. Danke der Nachfrage. Ja. Außerdem hast du so Gelegenheit, deiner Leidenschaft für zarte Pflänzchen zu frönen. Mhm. Hallo. Joyce Barnaby? Ja. Hallo, ich bin Rosemary Furman, Chefredakteurin von Country Matters. Und das ist Frank Mannion. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ihre Sendung gefällt mir sehr. Ah, also, das hier sind grüne Hände. Ich bin sicher, Sie sind eine wundervolle Gärtnerin. Ich täusche mich nie. Ach, wissen Sie, ich gärtnere nur... Und das nur. Ist Samantha Johnston. Es freut mich sehr, Joyce. Hallo, wie geht's? Dieser Kaffee ist kalt. Frank, versuch doch mal, ob du einen Kellner in die Finger kriegen kannst. Mach ich. Nicht im wörtlichen Sinne. Klar? Edward Allardyce, wir haben so einiges über ihn. Das mit dem Autounfall stimmt. Das ist 6 Jahre her. Er war der Unfallfahrer und wenn Sie der Akte glauben, hatte er getrunken. Dann hat er seine Frau umgebracht. Das ist ja der Haken. Ich kann keinen Totenschein von ihr finden. Ihr Name war Jane Rochelle, auch Schauspielerin, genau wie er. Und wenn ich das richtig sehe, dann hat sie überlebt. Wo ist sie dann jetzt? Gute Frage. Wieso hat er deshalb gelogen? Weiß ich nicht. Allardyce hat gedroht, Drinkwater zu ermorden, aber es war Marcus de Vere, der ihn am Mordtag aufgesucht hat. Und Ray Dorset ist vorbeigefahren. Ist das überprüft? Ja, er war um 3 in Corsten. Irgendwas gefällt mir nicht. Der Lieferwagen fährt an der Farm vorbei, ich weiß nicht. Naja, und dann... Gordon Brierleys Kreditkarte, den wir auch noch nicht befragt haben. Dann wird es aber höchste Zeit. Gordon sollte bald zurück sein. Er ist rübergefahren zur Poplar Farm. Die hatten einen schweren Ausbruch von Leptospirose unter ihren Kühen.
Mrs. Briley, ich fürchte, ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Sie betreffen die Art Ihrer Beziehung zu Peter Drinkwater. Ist das richtig, dass zwischen Ihnen und ihm, wie sagt man, etwas lief? Wissen Sie, ich glaube, wir können darüber reden, wie Erwachsene. Nicht wahr? Im Wesentlichen war es eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und die Wahrheit ist leider, dass Gordon in Bezug auf Angebot schon immer etwas schwach war. Sie wissen, was ich meine. Kam er her zu Ihnen? Gelegentlich. Dann wäre es ihm möglich gewesen, etwas an sich zu nehmen, das Ihrem Mann gehört, oder? Etwas, das Gordon gehört? Als da wäre? Laura? Ach, Gordon! Die Herren sind von der Polizei. Sie scheinen etwas gefunden zu haben, das dir gehört. Eine Kreditkarte, Sir. Das ist meine, natürlich. Kein Zweifel. Woher haben Sie die? Von Windy Whistle Farm. Peter Drinkwater hat dort gehaust. Wie, und er hat meine Kreditkarte gestohlen? Es sei denn, Sie wären selbst dort gewesen und sie wäre Ihnen irgendwie aus der Tasche gefallen. Ich war lange nicht mehr auf Windy Whistle Farm. Mich würde interessieren, wo Sie um 3 Uhr waren, Sir, diesen Mittwoch. Ich habe Mittwoch operiert, eine Katze, die kastriert werden musste. Sie sind nicht ausgegangen? Nein. Laura war hier, sie hat mir assistiert. Wir waren beide zu Hause. Gordon, wieso hast du ihm sowas erzählt? Was denn? Du bist doch am Mittwoch ausgegangen, sofort nach dieser Katze. Tatsächlich. Wohin bist du gegangen? Nirgendwohin, Laura. Ich war hier den ganzen Nachmittag. Hast du das verstanden? Ich war keine Minute weg. Mr. Allardyce? Ich schreibe ein Buch über das Corsten Playhouse und ich habe erfahren, dass Sie hier wohnen und da... Nein, nein, ich bedauere. Ich habe kein Interesse. Sie kennen meinen Vater, Detective Chief Inspector Barnaby. Er war hier. Ja, als eingebrochen worden war. Ja. Meinetwegen. Die Polizei hat mir heute Morgen den Rest meines Eigentums gebracht. Ich bin Ihrem Vater sehr verbunden. Es ist nichts von großem Wert gestohlen worden, aber manches lag mir am Herzen. Sie wissen, was passiert ist? Mit diesem Einbrecher? Ja, er muss viele Feinde gehabt haben. Wenn man sowas tut, es war am Ende wohl einer zu viel. Das ist Hamlet. Die Produktion von 55. Ja. Olivier war der Regisseur. Ich gab Laertes und er den Hamlet. Er inszenierte es in einem Puppenhaus. Mit nur 7 Darstellern. Ja, ja, das ist richtig. Ja. Weil er dem Kern des Stückes näher kommen wollte. In Wirklichkeit wollte er nur mehr Zeit auf der Bühne haben. Ich hätte es gern gesehen. Ich schreibe an einem Buch über das Playhouse und dafür würde ich Sie gern interviewen. Interviewt zu werden interessiert mich nicht mehr sehr. Ich stehe schon lange nicht mehr im Licht der Öffentlichkeit. 6 Jahre, Sie haben sich zurückgezogen. Nach dem Unfall, ja. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, was möchten Sie wissen? Ich war insgesamt 7 Jahre in Corsten. Das ist einer der Gründe, aus denen ich hier wohne. Aber Sie sollten nicht den Namen des Hauses erwähnen. Ich will nicht, dass mich Menschen hier besuchen. Die Öffentlichkeit, meine ich. Ganz wie Sie wünschen. Aber darf ich das Interview aufnehmen? Nur zu meinem Gebrauch. Nur zu, nur zu. Also sind wir dann alle bereit? Wir erwarten Sie jede Minute. Sehr schön, Alex. Und die Weingläser in Reihen. Oh, Ray, das duftet aber gut. Dankeschön. Dass ihr das einfach so durchziehen könnt. Ich verstehe das nicht. So kurz nach einem furchtbaren... Er fühlt ihr wohl, oder? Peter Drinkwater. Nicht besonders, nein. Nein, mir auch nicht. Und auch sonst keinem hier. Alles in Ordnung? Ich dachte, hier war gerade jemand, Alex. Hat jemand eine Flasche weggenommen? Nein, Mrs. DeVere. Das ist aber eigenartig. Oh, nun sollten wir aber fertig werden. Danke nochmals, dass Sie Zeit für mich hatten. Es war mir eine Freude. Mir gefällt das Konzept Ihres Buches. Wir sollten Kontakt halten. Das wäre schön. Haben Sie ein Auto? Nein, ich wollte ins Dorf laufen. Na, dann komme ich mit, wenn Sie erlauben. Ich muss noch Einkäufe machen. Gern. Es gab Zeiten, da war so etwas überflüssig. Wollen wir? Mr. Barnaby. Mr. DeVere. Sie können mit Ihren Ermittlungen doch einen Augenblick warten, hoffe ich, oder? Ich will dir der Polizeiarbeit nicht im Wege stehen, aber es ist leider so, dass wir mitten in diesem Wettbewerb stecken. Ja, das sehe ich. Ja, wir haben entschieden, es durchzuziehen, aber wir hoffen natürlich darauf, dass niemand diese hässliche Mordsache erwähnen würde. Sie denken, das schmälert Ihre Chancen? Wie Sie sich vorstellen können. Dann haben Sie mal keine Sorge, Mr. DeVere. Wir sind nicht in offizieller Mission hier. Meine Frau ist einer der Preisrichter. Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Mich auch.
Ich treffe mich auf dem Fest mit meinen Eltern. Wollen Sie nicht mitkommen? Nein. Vielen Dank trotzdem. Diese Dorfveranstaltungen sind nichts für mich. Dann auf Wiedersehen. Gott, das ist ja ekelerregend. Was ist das? Holunderbeere und Aprikose. Alles in Ordnung, Schatz? Ja, es geht mir gut. Ich bin froh, dass du uns hilfst. Ich finde es lustig, Daddy. Oh Gott! Machen Sie Platz, bitte, Polizei! Ich wette, fast jeden Betrag ist wahr zu Ankali. Ratengift würde ich vermuten. Sehen Sie die Haut? Diese abnorme Farbe? Weil das venöse Blut sich mit Sauerstoff anreichert. Cyan, Wasserstoff hat doch keinen Geschmack. Richtig. Und einer von vier Menschen kann auch den Geruch nicht wahrnehmen. Wenn es in einem Glas Wein ist, schmecken sie nicht das Geringste. Nun, zu unserem zweiten Opfer. Bella de Vier. Ja, sie hatte Glück. Sie hat nur daran genippt. Wo ist sie? Der Notarzt hat sie nach Hause bringen lassen. Viel kann er nicht für sie tun. Mit reichlich Flüssigkeit und Ruhe wird sie schon wieder. Okay. Dieser kleine Junge ging vorbei und der hatte ein Glas Wein auf seinem Tablett und sie hat es genommen, daraus getrunken und... Wie viele Gläser waren auf dem Tablett des Jungen? Nur das eine, glaube ich. Sie hat danach gegriffen und daraus getrunken und... Laura. Das warst du. Hast du sie vergiftet, Gordon? Du bist wahnsinnig. Geh einfach nur weg und lass mich bitte in Ruhe. Geht's einigermaßen? Tom, die Redakteurin Rosemary Furman? Ja, sie ist tot, fürchte ich. Cyan-Kali-Vergiftung, das muss man sich vorstellen. Oh, aber wieso? Hatte jemand ein Motiv, sie zu töten? Sie war möglicherweise gar nicht das Ziel. Ein volles Festzelt, überall Gläser und Flaschen. Hat sich noch jemand vergiftet? Wohl nicht. Als Bella umfiel, sind sämtliche Gläser zerschlagen. Hör zu, hier ist noch eine Menge zu tun. Ihr könnt nach Hause fahren. Und ich komme nach. In Ordnung? Nein, ich konnte gar nichts sehen. Ich hatte ja nichts mit dem Wein zu tun. Ich habe mich um das Essen gekümmert. Wer hat die Weinflaschen geöffnet? Mr. und Mrs. de Vier. Und Caroline. Sie hat ihn gesehen, wissen Sie, Mrs. de Vier. Nachdem die Preisrichter angekommen waren und uns diese Dame vorgestellt hatte. Da hat sie jemanden gesehen. Im Zelt. Und was machte der? Er hat eine von den Flaschen weggenommen. Das hat sie mir gesagt. Ich bin nicht mal sicher, dass es wirklich ein Mann war. Es war im Zelt ziemlich dunkel und mir schien die Sonne in die Augen. Und er hat eine Flasche weggenommen? Er hatte eine Flasche in der Hand. Er hat möglicherweise gar keine Flasche weggenommen, sondern eine Flasche zu den anderen hingestellt. Ich weiß es nicht. War noch jemand am Tisch, als Sie dabei waren, den Wein einzuschenken? Ich war auch da. Und der Nachbarsjunge Alex. Er brachte ein leeres Glas und Mami hat es wieder gefüllt. War das bevor oder nachdem Sie auch davon getrunken haben, Mrs. de Vier? Ich weiß es einfach nicht mehr. Tut mir leid. Ich halte das nicht für den richtigen Zeitpunkt, meine Frau mit Fragen zu bombardieren, Chief Inspector. Doch, die müssen doch denjenigen finden, der das gemacht hat, weil er... Verstehst du denn nicht? Er hat mich doch zu vergiften versucht. Ich weiß nicht, Laura, wer Peter Drinkwater ermordet hat. Dass du das glaubst, weiß ich. Obwohl ich es wollte. Als ich ihn hier gesehen habe, wie er wegging, da muss er meine Kreditkarte gestohlen haben. Ich weiß, was ihr zwei getrieben habt, und ich finde es ekelerregend. Du könntest deine Mutter sein. Aber deine Hose und das Blut daran. Das Blut war von einer Operation. Katzenblut. Und die Goldkette, die habe ich gekauft. Ich weiß, was du von mir hältst, Laura. Was du immer von mir gehalten hast. Aber nur mal eine Weile lang. Da wollte ich, dass du von mir denkst, ich hätte ihn getötet. Ich wollte, dass du von mir denkst, ich hätte die Kraft, eine Mistgabel in ihn zu rammen. Es hat mich amüsiert. Ich fühlte mich gut dabei. Oh, Gordon. Ich finde dich nur noch abstoßend. Ich will, dass du mein Haus verlässt. Ich will dich nie wiedersehen. Ich will dich nicht mehr kennen, Laura. Hier haben wir Marcus und Bella de Vier, die den Wein servieren. Bella öffnet eine neue Weinflasche. Die von dem Unbekannten, den Bella gesehen hatte, vergiftet worden war. Irgendwas stimmt da überhaupt nicht, Troy. Die Jury ist gerade angekommen, die vier Preisrichter, inklusive Joyce. Auf diesen Moment warten sie alle seit Wochen. Also welchen Grund hat sie, in Richtung Zelt zu gucken? Ihre Frau hat erwähnt, dass Samantha Johnston ein Glas Wein bestellt hat, kurz bevor es passiert ist. Der 12-jährige Junge, Alex James, hat es für sie geholt. Und nach Aussage von Caroline de Vier war auf dem Tablett nur ein einzelnes Glas. Laura Brierly sagt das auch. Gibt es eine Möglichkeit, dass der vergiftete Wein in Wirklichkeit für Samantha bestimmt war? Na, möglich wär's. Aber es wusste ja keiner, dass sie kommen würde. Sie ist kurzfristig eingesprungen.
Weshalb entscheidet jemand spontan, sie umzubringen? Wo ist sie jetzt? Hallo, ist dort der Portier? Ich überlege, ob Sie mir helfen könnten. Ich suche eine Telefonnummer. Einen Anschluss in Gloucestershire. Ich bin von der Polizei in Corston, Mr. Mannion. Sie reisen ab? Die Leute versuchen, uns im ersten Dorf zu Tode zu langweilen und weil das nicht funktioniert, versuchen sie, uns im nächsten zu vergiften. Davon habe ich genug. Haben Sie Samantha Johnston gesehen? Nein, das habe ich nicht. Sie ist in Zimmer 200, gegenüber von meinem. Tot? Sie ist erstochen worden. Aber, Dad, was ist denn da los? Es ist entscheidend, dass du noch mal genau überlegst, Joyce. Augenblicklich läuft ein sehr gefährlicher Mensch in Midsummer Mallow herum. Zuerst Peter Drinkwater, dann eine potenzielle Massenvergiftung und jetzt das hier. Ich denke, der erste Mord war der Auslöser für die anderen. Sie waren die Letzte, die sich mit Samantha Johnston unterhalten hat, Mrs. Barnaby. Was hat sie gesagt? Ich weiß nicht genau. Ich meine, die Musik war entsetzlich laut. Sie sagte, ich habe gerade jemanden gesehen, aus dem Ort. Aus dem Ort? Aber aus dem Ort waren doch sowieso alle, außer Cully und diesem Mann. Edward Allardyce? War er auf dem Dorfanger? Er wollte aber nicht zum Festzelt. Er wollte ein paar Einkäufe machen. Der Dorfladen war doch bestimmt geschlossen. Warst du etwas näher mit Samantha Johnston bekannt? Ja, natürlich. Wir waren zusammen an der Bar und haben uns unterhalten. Hat sie dir irgendwas erzählt? Ja, sie muss ein unglücklicher Mensch gewesen sein. Sie litt unter Depressionen und zwischen den Zeilen hat sie erwähnt, dass sie einen Selbstmordversuch hinter sich hat. Sie war 6 Monate in der Psychiatrie in Septon Manor. Hat sie erzählt, wo das war? Nicht zufällig in Gloucestershire. Genau. Kurz vor dem Mord hat sie den Concierge dort nach einer Nummer suchen lassen. Hat irgendeiner von den anderen Richtern von dem Mord an Peter Drinkwater gewusst? Das haben wir alle gewusst. Frank Mannion hatte davon irgendwas aufgeschnappt und machte dauernd Witze darüber im Bus. Vielen Dank. Wo willst du hin? Nach Gloucestershire. Es könnte spät werden. Marcus. Wie geht's dir denn, mein altes Mädchen? Ich bin müde. Ich hab dir was gebracht. Also das war ja vielleicht ein Tag. Du hast mich ganz schön erschreckt, liebe Bella. Ich liebe dich. Das weißt du. Marcus. Es wird alles wieder gut werden. Mr. Barnaby? Ja? Ich bin Dr. Sellers, Mark Sellers. Ich bin der Chef des medizinischen Personals hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe einige Fragen über eine ehemalige Patientin, Samantha Johnston. Sie können sich ausweisen? Ah, natürlich. Oh ja, danke. Detective Sergeant Torrey. Troy. Oh ja, ich leide etwas unter Legasthenie. Samantha Johnston, ja, die war mir bekannt. Die Schriftstellerin. Kommen Sie rein. Sie müssen sich darüber klar sein, dass Septon Manor nicht im ganz strengen Sinne eine psychiatrische Klinik ist. Sie finden bei uns kaum Patienten, die zwangseingewiesen worden sind. Und diese wenigen stehen gewöhnlich sehr kurz vor dem Ende ihrer zu verbüßenden Gefängnisstrafe. Die sehen uns mehr als eine Art Übergangsheim. War Samantha Johnston zwangseingewiesen worden? Nein, sie kam aus freien Stücken her. Ein Suizidversuch, natürlich. Ja, das war vor etwa 22 Jahren. Auseinanderbrechen einer Ehe, Verlust des Selbstwertgefühls, das führte zu Alkoholismus und zu Problemen mit Doggen. Drogen. Sie ist wie lange hier gewesen? 18 Monate. Sie kam kurz, bevor ich hier anfing, was der Grund ist, weshalb die Erinnerung so lebhaft ist. Hat sie hier jemanden kennengelernt? Gab es vielleicht jemanden, dem sie besonders nahe stand? Komisch, dass Sie das fragen. Ich wollte das eben erwähnen, ja. Sie war hier sogar recht eng mit einer unserer berühmtesten Patientinnen befreundet. Annabel Weston. Der Fall Weston war einer der berühmtesten seiner Zeit. 1955. Annabel war damals 7 Jahre alt. Ihre Eltern waren wohlhabend. Sie arbeiteten schwer dafür. Ihr Vater war Steuerprüfer. Sie hatten ein großes Haus nahe der Küste. Ein traumhaftes Leben. Das machte es vielleicht noch schockierender. Schönen Abend mit Mrs. Foster. Oh, du ungezogenes Kind! Du gehst sofort... Es war ein Abend im Juni. Niemand weiß genau, was passiert ist, aber das Kind scheint irgendwie in Streit mit der Hauswirtschafterin geraten zu sein. Mrs. Foster. Jedenfalls ging das Kind hinunter in die Küche, nahm sich dort ein Messer und... Sie hat die Wirtschafterin regelrecht abgeschlachtet. Sie hat 7 oder 8 Mal auf sie eingestochen. Danach ging das Mädchen ins Bett. Es schlief, als seine Eltern zurückkamen.
Oh, Gott sei Dank. Eine der Puppen hatte das blutige Messer im Arm. Es stand nie in Frage, dass sie es getan hatte. Sie gab es ihren Eltern gegenüber sogar zu. Sie hasste die Hauswirtschafterin, also erstach sie sie. Sie hatte keine Ahnung, dass sie Unrecht getan hatte. Wurde sie hierhin geschickt? Sie wanderte durch verschiedene geschlossene Anstalten, bevor sie dann endlich nach Broadmoor kam. Sie war dort über 10 Jahre lang. Natürlich stellte sie für keinen Menschen mehr eine Bedrohung dar und so kam sie am Ende zu uns. Und Samantha Johnston? Nahm sie sozusagen unter ihre Fittiche. Gewisse kindhafte Züge hatte Annabelle immer noch. Mutter und Vater waren nicht mehr am Leben und Samantha wurde im Grunde so etwas wie Elternersatz für sie hier in unserem Hort. Wie meinen Sie? Was? Wie nannten Sie das eben? Septon Manor klingt doch so verklemmt und viktorianisch. Wir alle hier nennen es nur den Hort. Wir verstehen uns im Grunde mehr als eine Art Zuflucht. Gewissermaßen einen Schritt entfernt von der Außenwelt. Wir müssen zurück nach Midsummer Mallow. Rosemary Furmans Tod war ein Unglücksfall. Bestimmt war der vergiftete Wein für Samantha Johnston, weil Samantha Johnston Annabelle Weston kannte. Ein paar Tage zuvor ist in Midsummer Mallow ein Mord begangen worden. Ein völlig kranker, Mistgabel durchs Herz. Annabelle Weston wohnt in Midsummer Mallow. Unter einem anderen Namen, ja. Und es gibt nur einen Menschen, der ihr Geheimnis kennt. Und der steht plötzlich vor ihr. Ein schlimmeres Timing gibt es nicht. Nur ein Wort von Samantha. Und Annabelle ist bloßgestellt. Also darf Samantha eben nichts mehr sagen. Ich fürchte, dass Bella nicht hier ist. Sie wissen, dass wir zu ihr wollen? Oh ja. Bella. Ein Kosename für Annabelle. Ja. Sie wussten, dass sie die Mörderin von Peter ist? Am besten sage ich Ihnen einfach die Wahrheit. Für Bella oder für mich macht das sowieso keinen Unterschied mehr. Ja, ich wusste es. Hat sie es gesagt? Das war nicht nötig. Es war mir klar. So wie ich hörte, dass er ermordet worden war. Als sie ihre Frau wurde, wussten sie, wer sie wirklich war? Annabelle Weston, ja. Sie hatte auf eine Anzeige geschrieben, die ich aufgegeben hatte. Bekanntschaftsgesuche. Ich habe mich einfach verliebt. Einfach so. Natürlich habe ich bald die Wahrheit über sie erfahren. Das war unvermeidlich. Damals stand sie noch unter behördlicher Aufsicht. Sie musste sich regelmäßig melden. Aber es war mir vollkommen gleich, was sie als Kind vor vielen Jahren getan hatte. Ich liebte sie. Also hat sie an diesem Tag ihren Wagen zur Windy Whistle Farm gefahren? Ja. Nur 2 konnten es getan haben. Die Tochter oder die Mutter. Sie haben versucht, uns glauben zu machen, dass sie es waren. Ich wusste, dass sie lügen. Es dauerte aber ein Weilchen, bis ich wusste, wieso. Sind Sie sicher, dass Ray den Wagen gefahren hat? Ja, sein Fenster war runtergekurbelt und er rauchte eine. Ray raucht wie ein Schlot. Ray Dorset war unterwegs nach Corston. Und zwar auf derselben Straßenseite, auf der die Einfahrt zur Farm liegt. Also wäre der Fahrersitz auf der anderen Seite, das heißt abgewandt von der Farm. Sie hätten gar nicht sehen können, ob das Fenster offen war oder nicht, oder genauso wenig, ob der Fahrer gerade rauchte. Ja, es war nicht ganz einfach, ich musste improvisieren. Die Geschichte mit Bella, die zufällig genau zur Tatzeit schlief, die brauchten Sie eigentlich gar nicht zur Bekräftigung Ihrer Geschichte. Sie haben vielmehr versucht, Bella ein Alibi zu verschaffen. Bella war im Bett und Sie waren im Wagen. Sie haben versucht, Bella zu beschützen. Ja. Welchen Grund hat sie gehabt? Ihn umzubringen, meine ich. Sie hatte Angst, Peter würde Caroline heiraten. Das konnte sie nicht erlauben. Eine überaus eifrige Mutter. Unglücklicherweise hat sie den mütterlichen Eifer etwas zu weit getrieben. Sie hat mit dem Wein Rosemary Furman und sich selbst vergiftet. Ja. Bella hatte keine Ahnung, dass Samantha Johnston Preisrichterin war. Hätte sie es gewusst, wäre sie gar nicht erst auf das Fest gegangen. Es war ein mächtiger Schock, als sie sah, wie Samantha aus diesem Bus stieg. Sie musste improvisieren. Ihr war klar, dass sie unter allen Umständen Samantha ausweichen musste, bevor sie erkannt wurde. Bevor Samantha sie mit ihrem wirklichen Namen begrüßte. Bella hatte längst entschieden, dass Samantha sterben musste. Es war für Bella ein leichtes, nach Hause zu gehen und eine Flasche Wein mit Rattengift zu versetzen, während die Preisrichter ihren Rundgang machten. Und dann brauchte sie nur noch zu warten. Da hinten, diese Frau, die will schon wieder ein Glas Wein. Während der Junge das Glas zu Samantha brachte, goss Bella den Rest der Flasche in die anderen Gläser. Und dann erst nahm sie selbst einen winzigen Schluck. Und das war das Durchtriebene. Im Umfallen hat sie alle Gläser zerschlagen. Ja, sie hat es aussehen lassen, als sei sie das Opfer gewesen. Und gleichzeitig ließ sie die Beweise verschwinden.
Bei den vielen zerbrochenen Gläsern hätten wir nie herausfinden können, wie viel Gift da im Spiel war oder wo es hergekommen war. Aber dann hat Rosemary Furman den Wein getrunken. Gott, das ist ja ekelerregend. Was ist das? Rosemarys Tod war ein unglücklicher Zufall. Aber etwas später an diesem Nachmittag traf Bella doch noch mit Samantha zusammen. Im Hotel. Sie war doch oben. Sie lag im Bett. Ich dachte, sie würde schlafen. Aber sie wussten doch von ihrem Mord an Peter Drinkwater. Und sie müssen gewusst haben, dass sie für das Gift verantwortlich war. Was wollten sie tun? Ihr dabei zusehen, wie sie das gesamte Dorf ermordet? Nein. Ich hatte schon entschieden, was ich unternehmen würde. Und das habe ich. Wo ist Bella? Im Schlafzimmer. Sie wäre nur wieder eingesperrt worden, nicht wahr? Das konnte ich nicht zulassen. Es wäre ihr Ende gewesen. Ich habe ihr Schlaftabletten gegeben und dann mit einem Kopfkissen. Es war schmerzlos. Es war besser für sie. Ich wollte immer nur, dass sie glücklich ist. Es war einfach grauenvoll, Dad. Jane Rochelle ist bei dem Unfall nicht gestorben. Sie hat schwere Verbrennungen davongetragen. Ich hatte dir ja erzählt, wie schön sie war. Und da leben die beiden nun einsam in diesem alten Haus und verstecken sich vor der Welt. Traurig. Wisst ihr, ich war eine Weile absolut sicher, dass er für die Morde verantwortlich war. Warum? Kurz vor ihrem Tod hätte Samantha dir gesagt, sie hätte irgendjemanden gesehen, den sie aus dem Ort kannte. Aber Edward Allardyce hatte damit überhaupt nichts zu tun. Das ist richtig. Aber was sie tatsächlich gesagt hatte, war, sie hätte dort jemanden gesehen, den sie aus dem Hort kannte. Septon Manor. Aber die Musik war auch viel zu laut, Tom, und du weißt, ich war nicht sicher. Es hat mich trotzdem irregeführt. Tom! Ich habe mich auf dich verlassen. Es ist nun mal niemand perfekt. Das ist bestimmt auch besser.